Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio, wo wir die letzten paar Male versucht haben, weiter zu optimieren. Zumindest teilweise ist uns das gelungen. Wir bekommen nun fast zwei volle Bänder mit grünen Chipsen raus. Eisen reicht nicht ganz bis hier hinten. Weiß nicht, ob es hilft, wenn wir hier etwas mehr rote Bänder haben. Das Hauptproblem sehen nicht, was da abgeht. Das Hauptproblem sind, wir bekommen zu wenig rote Schaltkreise raus. Und da müssen wir uns was überlegen, wie wir da besser damit umgehen können. Aber vielleicht würde es helfen, da oben ein Radar hin platziere. Okay. Haben einen Laserturm. Vernichtet, aber wir können hier alle platzieren. Und wo kommen die her? Ja, wahrscheinlich von da oben, ziemlich weit rot. Das sollte zumindest etwas helfen. Und was können wir für die roten Chips tun? Das Hauptproblem, denke ich, ist, dass wir haben genügend Fabriken, die uns die Ware produzieren könnten. Aber hier hinten, da kommen nicht mehr viele grüne Chips an. Was ist, wenn wir uns so ein Set hier klauen und das dazwischen bekommen. Wir müssen es eigentlich hier auf dieses Band, auf diese Seite hier legen. Heißt, wir müssen das Ganze hier so platzieren. Dann hierhin, dahin.
Das wird dann durchgereicht. Dann brauchen wir hier, das können wir in Geld machen. Unten eine Linie Kupfer, oben eine Linie Eisen. Ja, unten durch. Ich ist ja hier vielleicht. So. Dann brauche ich oben Eisen. Oh. Das sollte hier für die letzte Maschine etwas helfen. Das wird da mehr grüne Chips reinbekommen. Dann, wenn ich mal rasch hier rüber gehe, wo wir unsere Einkaufsstraße haben, was brauchen wir hier noch? Wir brauchen hier, wir brauchen die hier, für das brauchen wir das und dann wir die hier herstellen. Hier. Hier fehlt vor allem an auch wieder an roten Schaltkreisen. Wir haben genügend Logistikroboter im Netz. Etwas mehr als 100. Und derzeit wird auch nicht sehr viel geflogen, weil es nichts zu liefern gibt. Es wird hier dünner, weil wir hier zu wenig rausbekommen. Hier natürlich schon ein volles Band. Sonst bleibt da nicht viel übrig. Das heißt aber auch hier. Wir das Ganze balancieren, so dass wir wieder gleichmäßig Kupfer anlegen haben, denn hier von dieser Seite, da ziehen wir alles raus. Ja, da kommt nicht mehr viel Kupfer bis hinten durch.
aber es läuft alles. Das heißt, wenn wir hier vorne mit mehr Geschwindigkeitsmodulen arbeiten, werden die hinteren Maschinen nicht mehr arbeiten. Aber das Ziel ist da ja dann eher in die Richtung zu gehen, dass wir auch Produktivitätsmodule da mit reinnehmen können. Hier brauchen wir natürlich auch quasi ein volles Band raus. Wird da wirklich nichts. Hier haben wir die roten aufgestaut. Hier praktisch auch schon. Das heißt, sieht unsere Produktion denn aus derzeit? Sieht unser Verbrauch aus. Okay, wir brauchen eigentlich mehr grüne Chips, als wir produzieren. Wir produzieren leicht mehr rote, als wir brauchen. Das heißt, wenn wir lange genug warten, werden sich die roten Chips stauen. Aber ich denke, ein guter Teil wird dann hier weggeatmet für die blauen Prozessoreinheiten. Denn die brauchen wir dann hier für die gelbe Forschung. Und auch so die Module. Gut, gut. Vielleicht kann ich das Ganze nochmals kopieren und hier hinsetzen. Dann, wenn wir hier an dieser Stelle auch zu wenig grüne Chips haben, bekommen wir auch da wieder mehr raus. Hier so aus. Okay. Haben zu wenig Kupfer, und zumindest hier auf den Bändern haben wir immer wieder Lücken. Das gleiche gilt auch hier für Eisen, für die Erze. Hier drüben aus. Noch etwas drin. Dieses haben wir noch gar nicht voll ausgeschöpft. Ja,
haben wir auch noch etwas Kohle und dann können wir ja immer noch das hier und das hier anschließen. Okay, hier auf dieser Seite sieht es soweit gut aus. Die Aliens werden beseitigt, bevor sie hier wirklich so viel Schaden anrichten, dass ein Turm zerstört wird. Außenrum habe ich auch überhaupt keine Radare. Vielleicht sollte ich das mal nachholen. Pack mir hier noch etwas Eisen mit rein. Vielleicht auch ein paar Lasertürme. Ball. Dass wir einige ersetzen müssen oder die Verteidigung hier oder da etwas verstärken. Wo ist mein fahrbarer Untersatz? Hier ist einer. Irgendwo einer stehen. Ah, da. Mittendrin. Was sind mit unserer Energie aus? Haben wir mehr als genug? Ah, und wir könnten was forschen. Ja, beispielsweise das hier. Ah, hier hinten haben wir auch noch ein Kohlefeld. Hey, das reicht nicht bis ganz nach vorne. Wir müssen ja auch nicht durchgehend was haben. Da ist ein Nest ziemlich nahe. Dann natürlich hier unten im Eck noch was.
Okay. Dann, yep. Dahinter verbergen sich nochmals ein paar Forschungen. Sehr schön. Aber das war's. Lass uns hier nochmals einen Blick auf die Forschung werfen. Ja, nun produzieren wir etwas mehr, als wir verbrauchen. Und hier, das hat sich auch gesteigert und wir produzieren immer noch mehr, als wir verbrauchen. Sehr schön. Wenn sich das dann wirklich mal zurückstaut und wir Produktivitätsmodule bekommen, dann sind wir auf der Zielgerade. Denn dann können wir auch daran denken, die letzten paar Module für die Raketenforschung und so zu erledigen. Und ja, denke, das gehen wir das nächste Mal an. Also bis dann und tschüss.